Hallihallöchen, den Zombie-Fans da draußen. Ich zocke heute DayZ, nämlich es ist ein neues Addon zu diesem Spiel erschienen, namens Breaking Point, und dieses Addon hat zahlreiche neue Sachen anzubieten, wie zum Beispiel neue Waffen, neue Zombie-Kreaturen, und die Welt an sich hat sich auch verändert, sowie das Inventar, das Aussehen des Inventars. Und wie es aussieht, ist es nachts und ein wenig nebelig. Kommen wir zurück zu den neuen Zombie-Kreaturen. Und zwar gibt's Bloodsuckers und neue infizierte Hunde. Das ist auch mal was Neues. Und dann gibt's auch noch Nightstalker. Ich weiß jetzt ganz genau nicht, was das auch zu sein vermag. Jedenfalls weiß ich, dass dieses Addon viele neue Sachen zu bieten hat. Und dieses Addon ist rund über 1 GB groß. Oh mein Gott, hier lauern sehr viele Zombies und die Zombies sehen auch ganz anders aus und die haben auch eine, ja, die geben neue Geräusche von sich. Oh mein Gott, Alter, hier sieht's ja richtig phänomenal aus mit dem ganzen Nebel. Was für eine Waffe habe ich denn? So ein Elektroschocker oder sowas in der Art? Oh mein Gott. So wie es aussieht, bin ich in der Stadt. Ich muss mal kurz hier erwähnen, dass ich nicht mit viel Erfahrung in diesem Addon hineinstarte. Also ich weiß nicht, was mich so alles erwarten wird. Nightstalker. Ja, ich denke mal, dass diese Kreaturen nur in der Nacht, beziehungsweise nachts zu sehen sind. Oh, hier war schon einer drin. Hat hier schön alles ausgebeutet. Was haben wir hier Schönes? Ja, eine Armbrust. Nice. So, die nehme ich doch mal in die Hand. Ja, alles Unwichtiges. So, man hört die Zombies, die geben auf jeden Fall neue Geräusche von sich. Ist nichts drin. Das ist wohl eine neue Tasche, die nehme ich natürlich mit. Mitnehmen sollst du, Kollege. So, bietet auf jeden Fall mehr Platz. Hier ist noch eine Armbrust, vielleicht kriegen wir noch ein bisschen Munition. Ja. Ein weiterer Pfeil. So. Oh mein Gott. Ich werde ihn mal ausschalten. Ey! Alter Schwede! Willst du mich verkohlen? So, ein bisschen näher ran. In den Kopf geschossen. Hat der irgendwas mit? Ne, nichts. Es gibt leider nur einige Server zu diesem Addon. Und meistens sind die Server voll, also es wird ein bisschen länger dauern, bis man einen freien Platz bekommt. Leider gibt es noch keinen deutschen Server. Ich hoffe, dass sich das in Zukunft ändern wird. Oh, da ist ein Online-Spieler. Ich sollte mich in Acht nehmen. Ich habe noch keine gute Waffe. Aber trotzdem, trotz all dem werde ich versuchen, ihn auszuschalten. Vielleicht hat er ja was Nützliches dabei. Und da ich jetzt auch nicht weiß, ob er ein Bandit ist, werde ich natürlich ihn ausschalten. Oder? Er macht sich davon. Naja, dann gehe ich mal hier entlang. Oh mein Gott, hier sind viel zu viele Zombies. Dieser ganze Nebel bereitet mir auch ein bisschen Sorgen. Oh.
So, das verschafft mir Vorteil. Also durch den ganzen Nebel können die Zombies weniger wohl sehen, wie es aussieht. Oh, hier haben wir richtig heißes Zeug. Was haben wir denn hier Schönes? Ein Verbandzeug, 4 Stück. Nehme ich mal eins mit. Oh, was ist das denn? Ein Rasiermesser? So, neue Tarnung. Das Rasiermesser, ein altmodisches Rasiermesser mit französischem Rundkopf. Alles klar, dient das jetzt als Waffe oder werde ich mich wirklich rasieren? Was haben wir hier Schönes drin? Noch eine. Ach, das war dasselbe. Scheiß drauf. Als erstes schaue ich mir mal die Tarnung an. Vielleicht. Oh. Was habe ich denn jetzt getan? Hallo? Ich hoffe, dass ich mein ganzes Zeug jetzt nicht verloren habe. Nee. Ja, hallo? Ziehst du die Scheiße jetzt an, oder? Ach, wie es aussieht, ist das dasselbe. Ach, scheiß drauf. So, ich gehe mal hier rechts entlang, aber da kommt ein Zombie, scheiße. Ja, du siehst mich nicht. Oh, da wird geschossen. Er hat mich gesehen. Er hat mich gerochen. Verdammt, dieser verdammte Döner. Weg mit dir. So, habe ich dich erwischt? Ich habe dich natürlich nicht erwischt. Weg hier, Mayday. Steh auf, Alter. Ich nehme mal an, dass der Schuss hier gefallen ist. Hier irgendwo rechts müsste das gewesen sein. Jetzt habe ich ein kleines Problem. Ich frage mich, warum der Schuss nicht gesessen hat, obwohl ich ihn richtig angevisiert habe. Naja, sei es drum. Erstmal die Waffe wechseln. So, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob die mit dieser Waffe überhaupt K.O. gehen. Oh mein Gott, was für ein scheißlauter Schuss war das denn jetzt? Ah, ich habe keine Munition mehr. Erstmal heilen. Gott sei Dank habe ich ein Verbandzeug dabei. So. Erstmal bin ich die Zombies los. Ah, da ist ein kaputtes Fahrzeug. Naja, da sind so einige Zombies, die sich kaum bewegen. Er muss wohl übergewichtig sein. Mein korpulenter Freund. Munition und eine Waffe. Oh, das ist schon mal eine neue Waffe. Der Browning HP. Wie gesagt, es gibt ganz viele neue Waffen. Ah, verdammt. So. Yeah, alter Schwede. Richtig heißes Zeug. Was haben wir hier? Schönes, wieder eine Armbrust. Weg damit. Oh, Pepsi. Eine Taschenlampe, natürlich. Und ein Heizkissen. Was war nochmal hier drin? Nichts. Nichts. Oh, Streichhölzer. Und was haben wir hier Schönes?
Nothing. Oh, da wird geschossen. Boah, das ist ja eine richtig geile Knarre. Zumindest hört sich das Nachladen sehr schön an. Oh, mit Schalldämpfer. Oh, das ist ja noch krasser, Alter. Und zwar dieselbe Waffe, nur mit einem Schalldämpfer modifiziert. Natürlich nehmen wir das direkt mit. Oder ist es eine andere Knarre? Egal, Hauptsache mit einem Schalldämpfer. 8 Schüsse. Das bedeutet, ich sollte sparsam sein. Lol. Woher kommt das Licht? Der Mond! Nein. Oh, 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 oh. Woher fallen die Schüsse? Das ist jetzt ein bisschen suspekt. Ich nehme mal an, in der Kirche. Also das ist auch richtig krass, dass immer neue Sachen zu diesem Spieler erscheinen. Wenn es so weitergeht, ganz ehrlich, dann brauchen die DayZ gar nicht mehr rauszubringen als Standalone, weil das ist schon richtig krass, was die Leute alles rausbringen. Bald werden auch bestimmt, nehme ich mal davon an, Kleidung und so weiter, dass man halt seinen eigenen Charakter erstellen kann. Das wird bestimmt demnächst auch mal bald passieren. Oh mein Gott, was ist das denn jetzt hier? Ein richtiges Massaker. Soll ich mich anschließen? Aber ich weiß nicht, ob ihr Leute natürlich Freunde seid. Ah, das wird ein bisschen tragisch. Riskant. Sehr, sehr riskant. Okay. Hier gammelt irgendwo eine Leiche rum. Nee, ich gehe am besten nicht da rein. Ich habe sowieso nicht so eine gute Knarre dabei. Und was machen die hier? Holen die sich eine runter? Ja. Gehe ich mal davon aus. So, gibt es hier keine Zwischengasse? Ah, das Licht, verdammt. Alter Schwede, hier sind aber viel zu viele Zombies. So, ist das eine menschliche Leiche? Oh, da gibt es... Oh mein Gott, oh mein Gott. Alter, ich hab mich erschrocken. Das war ja ein bisschen... Alter Schwede, nur Ganoven-Banditen unterwegs. Hat man sich mal kurz versehen und direkt einen Headshot. Naja, was auch machen. Ich steige direkt wieder rein. Zack. Mann, 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 Mann. Auf kein Schwein kannst du dich heute verlassen. Die rechte Hand des Teufels. Ja, so sieht's aus. Zum Teufel mit dir. So, hier sind die drei, beziehungsweise die zwei neuen Zombies. Und ganz unten Nightstalker, da ist leider nur so ein Fragezeichen abgebildet, was das auch zu bedeuten hat. So, meine Damen und Herren, es geht weiter. Es gab einen kleinen Neustart in diesem Server. Ja, was willst du machen? Diese Molokken müssen auch noch den Server neu starten, während ich aufnehme. Sei es drum, es geht weiter und es hat sich was getan. Es ist diesmal, ja, das Tageslicht scheppert. So, jetzt gehen wir mal hier hoch. Ich habe auch einen neuen Charakter. Oh, ich bin erneut in der Stadt. Oder das ist, glaube ich, eine andere Stadt. Ne, das ist dieselbe Stadt. Das ist eine Tankstelle. Vielleicht gibt es da irgendwas zu finden. Naja, da sind einige Zombies. Ah, ich gehe da lieber nicht hin. Oh mein Gott. Okay. Ah, ein Zombie hat mich entdeckt. Also, dieses Addon sorgt auch für eine Menge Zombies, wie es aussieht.
Oh mein Gott, was für ängstliche Geräusche gibt der denn von sich? Ein weiterer Molucke. Der Hafen. Nice, nice, nice. Ich habe mir die Aufnahme mal reingezogen. Also der Typ, der mich ausgeknipft hat, er war auf dem Dach. Naja, was willst du machen, wenn die Leute nicht friendly sind? Naja, er hat auch sicherlich gedacht, dass ich auch ein Bandit bin. Was willst du machen? Da schießt du am besten jeden nieder, den du siehst. So, das ist doch mal der gleiche Ort, ja, wo ich vorhin gewesen war. Mal gucken, ob es diesmal was anderes gibt in diesem Gebäude. Vielleicht wieder eine Waffe, eine Armbrust, was auch immer. Oh, hier liegt schon mal was anderes. So, das Magazin nehme ich mit. Schachtel Streichhölzer erneut. Naja. Wieder eine Tasche. Die nehme ich natürlich erneut mit. Ja, da ist bestimmt sicherlich nichts drin. So, haben wir hier irgendwas Neues? Okay, zwei Dosen Bohnen. Sardinen, okay. Warum denn nicht? Eine Uhr. Verbandzeug. Ja. Okay, ich habe diesmal 5 Schüsse für diese Wunderwaffe. Das ist eigentlich eher negativ, dass man diese Waffe besitzt. Da die einen sehr lauten Schuss von sich gibt. Oh, scheiße. Ah, die haben mich gesehen. Ah, verdammt, da kommen die nächsten Molukken. Weg hier, weg hier. Alter, hier ist ja eine ganze Generation, Alter. Meine Fresse. Aha, ihr könnt natürlich hier nicht runter. Oh, scheiße. Verdammt. Verdammt. Okay, wie es aussieht, ist die Intelligenz der Zombies gestiegen. Jedenfalls würde ich überrascht. So, was gibt's hier? Gibt's hier wieder eine Knarre? Nee, leider nicht. So, wieder das nächste Gebäude. Alter, die hören sich langsam an wie die Nazi-Zombies in Black Ops. So, ich müsste die jetzt abgelenkt haben. Bin die erstmal los. Hier ist eine Taschenlampe, die nehme ich mal mit. So. Öffnen. Nothing. Nee, keine Waffe. Oh, hier gibt es ja was Neues. Ein Pfeil. Munition für, ja, das Enfield-Gewehr. Ach, scheiß auf dieses Gewehr. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber irgendwie ist das grafisch auch ein bisschen besser geworden. Ich weiß jetzt nicht, ob es mir so vorkommt. Naja. Jedenfalls sieht das sehr nice aus. Ach, habe ich jetzt die Taschenlampe in der Hand? Nee, doch nicht.
Okay, da ist keiner auf dem Dach. Aber das ist meistens so, dass da immer jemand ist. Okay, dieses Haus ist begehbar. Vielleicht finden wir irgendwas. Nee, wieder so Heizkissen. Okay, hier gibt es auf jeden Fall was zu finden. Die Wasserflaschen nehmen wir natürlich mit. Auch wenn die leer sein mag. Die kann man ja immer nachfüllen. Ja komm, Alter, jetzt geh durch die Tür. Oder bist du schwer behindert? War das jetzt ein Schuss? Ja. Das war die Knarre, die ich gerade in der Hand habe. Also die ist auf jeden Fall sehr negativ. Die hat eine sehr... ja, eine sehr große Schallwelle. So. Ich bin jetzt in der Nähe, wo ich getötet worden bin. Da ist ein Laden. Oh, oh, und schon wieder weg. Verdammte Kacke, heute läuft ja gar nichts, Alter. Hier werde ich nur von irgendwelchen Molukken abgeknallt. Ich würde mal sagen, das war's für heute. Leider war ich jetzt nicht so erfolgreich wie sonst. Aber wir machen dann nächstes Mal weiter. Ich hoffe, dass ich dann nächstes Mal mehr Glück haben werde. Das war Zaktoni mit DayZ. Wie heißt nochmal dieser... ach, Breaking Point, genau. So, ich hoffe, dass euch dieses Video Spaß bereitet hat. Mir hat es definitiv Spaß bereitet. Und wir sehen uns dann. Bis bald.